Hallo meine Lieben, schön, dass ich nach der Produktionspause wieder so fit und erholt im Studio sein kann. Es ist ein bisschen warm, aber das ist schön, wenn im Sommer es warm ist. Und wir steigen gleich mit einem tollen Thema ein, was auch, ich sage immer, dieser Wärme und dieser Schwingung, die uns die Sonne runtergibt, immer mit dem im Einklang steht. Der Gast heute oder die Gast, die bei mir im Studio ist, die kennen Sie schon. Zwar aus einer anderen Richtung, aber die Richtung gibt im Prinzip das vor, wofür sie heute steht. Ich freue mich, dass sie da ist und ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit uns teilt. Herzlich willkommen im Studio, Marianne Elisabeth Ziegler. Guten Abend, bonsoir, buonasera, buonasera. Marianne, viele unserer Zuschauer kennen dich mit dem Thema Heilpflanzen, Bäume, ihre Kraft, ihre Wirkung. Wir haben Sendungen gemacht, wo wir das wunderbare Buch von dir, was ich nochmal zeigen möchte und auch den Zuschauern empfehlen. Es ist ein Arbeitsbuch, wo die 14 wichtigsten Heilpflanzen drin sind, die unser Leben gestalten können und unser Leben behüten können. Mit USB-Stick, mit einem Anwendungsbuch. Also eine ganz tolle Geschichte, liebe Zuschauer. Es sollte in jedem Haushalt sein, dann wissen Sie, wie Sie diese tollen Pflanzen zu Ihrem Wohle nutzen können. Darf ich noch was sagen? Es Gerne. ist nicht nur ein Heilpflanzenbuch, es ist das Grundsteinbuch zum wahrhaftigen Christentum. Das heißt, das Christentum erfährt heute Abend so quasi eine Revolution, aber eine friedliche. Das hört Und sich gut an. keine mit Macht und Gewalt, weil wenn du mit Macht und Gewalt etwas verändern willst, dann produzierst du einen Scherbenhaufen in deinen Mitgeschöpfen und einen Scherbenhaufen nach außen. Und das wollen wir nicht. Und darum ist die Hilfe vom Himmel da. Die ganze Trinität, wie wir sie bis heute kennen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, wird in den Urzustand zurückversetzt. Das heißt, auch der bedrohlich klingende Teufel, der Satan und was wir da noch alles Lucifer und Was sie noch alle. alles künstlich erfunden wurde, wird auch abgelöst und geht zurück zur Erdmutter Gaia. Das ist die personifizierte Göttin, die Gebärende, die Nährende, eben die Gebärende, die neues Wissen braucht. Und das Christentum bekommt jetzt auch neue Nahrung. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Wir sollten vielleicht den Zuschauern sagen, dass du dich entschlossen hast, eine mehrteilige Folge zu machen, bis zu 10 Sendungen, einmal im Monat unter der Bezeichnung Wach auf, die neue Welt Gottes ist da. Und da gibt es immer Folge 1, Folge 2, Folge 3. So können Sie das auch zu Hause dann verfolgen und sehen, dass Sie die richtigen Folgen gesehen haben. Einmal im Monat werden wir uns zusammensetzen über die aktuellen Themen. Und eine der Kernaussagen, die die Marianne trifft, ist, Sie brauchen nichts zu wissen, Sie brauchen nichts zu lesen, Sie kriegen alles von oben. Das ist dann quasi das Tüpfelchen auf dem i am Schluss. Aber ich möchte die Menschen behutsam von der alten zur neuen Welt Gottes führen. Und dein Sendeformat mit nachträglichem YouTube hat die wunderbare Angewohnheit, dass die Menschen dann in den Zug steigen können, wenn für sie die Zeit reif ist. Das heißt, wir bekommen dann eine friedliche, gewaltlose Umwälzung. Und ich denke, das ist das, was wir jetzt brauchen. Ganz, ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen aus der Angst herausgehen. Vor Neuem haben die Menschen immer Angst, obwohl das Alte ihnen viel mehr zusetzt, sage ich. Ja, Aber das. das kennen wir und ich sage, wenn ich weiß, wenn ich da um die Ecke gehe, kriege ich eine auf die Nase, dann kann ich mich damit arrangieren. Weißt du, die Schweizer Bevölkerung, das ist mir aufgefallen. Es gibt kaum ein Volk, das mehr in die Materie hineingedrückt wird als die Schweiz. Und das ist das, was den Menschen Angst macht. Ja. Und meine Aufgabe ist es, den Menschen die Angst zu nehmen. Und darum sind meine Bücher Arbeitsbücher. Und die sind mittlerweile schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und ich habe viel Feedback gekriegt. Viele Menschen haben mir gesagt, wissen Sie, seit ich mit Ihren Büchern arbeite, fühle ich mich sicherer. Und mit meiner inneren Sicherheit habe ich auch viele Ängste loslassen können. Und um das geht es. Und du kannst sicher sein, du bekommst weder von Vater Himmel noch von Mutter Erde etwas, was dir schadet. Wir schaden uns selber mit fälschlich angezüchteten Glaubensmustern und vergiss es einfach, was du bis jetzt über Religion gehört hast.
Da haben natürlich viele, viele ein großes Problem damit. Das ist eine Riesenhürde, das stimmt. Ja, weil wir uns ja immer, und da wurden wir ja durch gerade diese ganzen Glaubensmuster hineinerzogen, wir sind die Sünder, wir sind die Bösen, wir sind die, die schuld sind, dass man Jesus Christus ans Kreuz geklopft hat und lauter solche Dinge. Also das heißt, wir laufen schon mal so grundsätzlich durch die Gegend, weißt du, weil das wir Problem ja ist, die Schlimmen sind. Das wäre Jesus Christus, die Erzengel, Gott, das sind alles seelische Ebenen, die du selber in dir trägst. Und die wurden dann allesamt nach außen gekehrt. Es gibt immer noch Menschen, die haben dann selber Gott gespielt über andere, spielen es immer noch, maßen sich an zu richten. Ich glaube, es steht in der Heiligen Schrift, du sollst nicht richten, damit über dich nicht gerichtet werde. Die Menschen werden dazu verführt, dass sie aus einer Lüge heraus agieren. Und wenn du aus einer Lüge heraus agierst, dann läuft es immer falsch. Und das jetzige System, wo wir noch drin sind, aber das jetzt am Aufbrechen ist, das hat einzig und allein zum Zweck, Sünder und Schuldige zu konstruieren. Aber dummerweise habe ich jetzt mittlerweile 30 Jahre Erfahrung mit meinem himmlischen Chef da oben und ich habe noch nie gehört, dass ich schlecht sei oder dass ich irgendetwas falsch mache. Ich darf so sein im Moment, wie ich bin, und wenn ich wieder eine neue Erkenntnis gewonnen habe, ist das gut. Die Menschen können sich das so vorstellen, sie dürfen mit der Sendereihe, dürfen sie wie eine Blume aus sich selber heraus wachsen und erblühen. Das heißt, diesen uns umgehängten Mantel von Schuld, Sühne und Opfersein, den können wir getrost abstreifen und in unserer ganzen, ich sag mal, göttlichen Herrlichkeit uns produzieren. Und in einem anderen Sendeformat hat eine junge Frau gesagt, wenn wir auf die Welt kommen, alles, was wir brauchen, um unsere Lebens- oder um unsere Seelenaufgabe zu erfüllen, haben wir mitgebracht. Keiner kriegt eine Aufgabe, die er nicht erfüllen kann. Aber alles entsteht aus der Liebe. Ja, und vor allem auch aus der Zeit. Weißt du, und die meisten Menschen scheitern nicht, weil sie es nicht können, sondern sie geben sich keine Zeit. Und ganz wichtig, das möchte ich heute Abend auch sagen, ist, dass die Menschen lernen dürfen, dass es im Schöpferischen immer ein aktives und ein passives Prinzip braucht. Das heißt, nach einer aktiven Phase, wo du wieder neue Erkenntnisse gewinnen darfst, gibt es immer eine Flaute. Du kannst dir das vorstellen, du bist beim Segeln, da kommt der Wind und trägt dich weiter und plötzlich ist die Flaute da. Und das darf genauso sein, da musst du nicht schon wieder denken, ich habe was falsch gemacht. Du machst gar nichts falsch. Ich meine, unsere Natur, ich sage ja immer den Menschen, und das ist ja auch dein Satz, orientiert euch an der Natur. Und was kennen wir da? Tag und Nacht, Ebbe und Flut, Frühling und Winter. Das ist die Dualität, die kommt weg. Ja, wir kennen aber diese Situationen und Bereiche, wo es mal aktiv ist und dann wird es wieder mehr passiv, dann wieder aktiv, weil ich immer sage, ihr kennt alle die Sinuskurve, das haben wir in der Physik irgendwann gelernt, sage ich, und das, so müsst ihr euer Leben sehen. Zahlen sind auch eine Illusion. Das Göttliche kennt keine Zahlen. Oh, da gibt es aber eine göttliche Geometrie, andere Aussagen. Ja, die ist aber wahrscheinlich auch eher irdische Natur. Weißt du, es wird noch viel als göttlich verkauft, was aber herzlich wenig mit dem Gott zu tun hat. Das ist einfach so. Und er hat leider auf seinen Namen kein Copyright. Ne? Das ist das Problem, jeder kann ihn verwenden. Ja. Eine andere Geschichte. In der ganzen Definition kommt immer mal wieder das Wort Apokalypse vor. Mhm. Und wenn ich dieses Wort höre und bin sehr unbedarft, genau, kommt erst mal Panik. Ja. Apokalyptische Reiter, und dann sehen wir so Knochenköpfe auf üble, riesige, schwarze Pferde, die mit Sense und Schwerter rumfuchteln und alle sagen, oh, oh, oh. Weißt du, es ist ein probates Mittel zur Machtausübung, dass du die Bedeutung der Worte manipulierst. Und da gebe ich dir echt, also Apokalypse, der Weltuntergang, das ist es genau, dann haben schon wieder die Menschen Angst. Der Ursprung des Wortes ist die Entschleierung. Jetzt zieh dir doch mal einen Schleier über deinen Kopf, was passiert, es tut dir nicht weh. Aber du siehst alles nicht mehr so deutlich, es ist alles so trübe. Ja, und hinter der Entschleierung kommt die neue Welt Gottes zum Vorschein, ohne Leiden, ohne die Schwarz-Weiß-Malerei von Gut und Böse und Richtig und Falsch und Giftig und Nicht-Giftig. Und das erleichtert unser Leben auf ganz entscheidend positive Art und Weise. Das heißt, wir müssen uns anfangen zu lösen. Du sagst entschleiern. Moment, niemand muss. Richtig, das ist Grundvoraussetzung. Müssen macht schon wieder Druck.
Ja, also wir sollten, kein Mensch muss müssen. Genau. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Diese Sendereihe hat zum Zweck, dass wir eine friedliche Umwälzung bekommen. Und du kannst sicher sein, dass die göttliche Ebene dafür besorgt ist, dass jeder Mensch für ihn zum richtigen Zeitpunkt in den Zug, den wir heute Abend anschieben, einsteigen darf. Und es ist nie zu spät, egal welchen Alters, egal welcher Konfession du angehörst. Das interessiert niemand. Hautfarbe, Rasse, Herkunft, Kultur. Das interessiert niemand. Ist mir immer ganz wichtig, darauf hinzuweisen, weil oftmals meinen dann die Menschen, die dem Christentum angehören, nur sie werden gemeint, alle anderen nicht. Du, wir haben nur einen Gott, ob du dann nachher Zentralsonne, Allah oder Elohim oder wie immer nennst, das interessiert auch niemand. Du darfst in deinen eigenen vier Wänden, darfst du deine eigenen Erfahrungen machen. Du musst keine Angst haben, dass dich irgendjemand maßregelt. Stell dir mal vor, du kannst etwas lernen und du kriegst keines auf den Deckel. Das ist, ich sag dir, das ist der Himmel auf Erden. Du hast vorhin was gesagt, dass wir durch viele Dinge verschleiert in die Irre geführt werden. Wo siehst du denn die Ansätze, diesen Schleier zu heben in dieser Sendefolge, die du geplant hast? Also der erste Schritt wird bei der nächsten Sendung stattfinden. Nämlich, wir gehen in den Ursprung der Trinität zurück. Das ist ja, die Trinität ist quasi der Boden von allem, was wir heute haben. Und wir gehen in den Ursprung zurück, in die nicht manipulierte Trinität. Dass wir und mal da also quasi kann. Auf die Stunde Null. Und aus dieser Stunde Null darf dann alles Weitere entstehen. Mhm. Du kannst dir das vorstellen wie eine Acht. Da gibt es den Schneidepunkt zwischen dem einen Kreis und dem anderen. Und genau von einem Schnittpunkt zum anderen darf ich die Menschen führen. Ja. Und es ist natürlich ganz toll, wenn sich immer mehr Menschen öffnen für diese Energien. Und wie gesagt, habt keine Angst, es wird alles gut. Mhm. Dann habe ich in der Vorbereitung von deinem Format etwas gelesen von den Smaragdtafeln. Den Smaragdinentafeln. Ja, ich kenne diese Bezeichnung, aber aus einem anderen Bereich. Die Urschrift des Buddhismus, das sogenannte Bianlu, steht auf Smaragdtafeln in Asien. Das ist das universelle Urwissen, das in uns allen drin ist. Und der Urgott, der ist in Afrika, also war in Afrika beheimatet, das ist der Gott Allah, A-L-A geschrieben. Mhm. Und der ist dann langsam Richtung Nahost gekommen. Daraus wurde später Allah und was wir heute noch alles haben. Und es ist ein probates Mittel zur Geschichtsfälschung, Kriege anzuzetteln. Und unter dieser Geschichtsfälschung müssen heute noch die jüdischen und die palästinensischen Menschen leiden. Und ich wünsche uns allen, dass mit dieser Sendung auch ein Neubeginn dort unten nötig das heißt, oder möglich wird. Das heißt, man benutzt diese wie auch immer gearteten Überlieferungen aus vergangenen Zeiten, um die Menschen zu trennen. Wir haben das eben hier das Judentum, da der Islam, ja. im Thema Palästinenser. Und das ist keine Verunglimpfung von jüdischen oder muslimischen Menschen, überhaupt nicht. Also ich möchte einfach den Menschen die Augen öffnen. Warum ist das dort unten so? Und es geht auch darum, niemand wird in diesem Sendeformat schlecht gemacht, keine Religion wird negativ dargestellt oder sonst irgendwas. Das liegt uns allen fern, wir gar nicht. Ich sage es den Menschen immer so, wenn ein Mensch vor euch steht, egal mit welcher Hautfarbe, Ethnie oder weiß ich was, schau immer, was du für einen Menschen vor dir hast. Und dann wirst du nämlich sehen, es gibt überall alles. Populär ausgedrückt vom Vollidioten bis zum Genie, da gibt es auch überall. Meine bei Rede seit 100 Jahren. Ja. Ich sage mal, ich war in 43 oder 45 Jahren. Pauschalverunglimpfungen sind immer schwarze Magie, ist immer eine Täuschung und führt in die Irre. Und es ist immer Ablenkung vom eigenen Problem. Ich sage immer, schaut mal an, was die da machen. Eben. Was geht der Fokus? Sofort dahin. Weißt du, es ist viel einfacher, wenn die Fehler immer die anderen machen, die Schuld auch immer die anderen haben und deine charakterliche Schattenseite auch immer bei den anderen ist. Und heute Abend kommt gerade mal die erste himmlische Hilfestellung für Menschen, die jetzt vielleicht von diesem trügerischen System unter die Räder gekommen sind, wie sie sich gegen übergriffige Individuen, also Menschen,
schützen können. Das machen wir am Ende der Sendung. Wir machen noch anderes am Ende der Sendung. Darf ich schnell einfügen? Ja. Das gibt dann, der wurde mir auch offenbart von der göttlichen Ebene. Angenommen, du willst mich jetzt zu etwas zwingen, was ich nicht möchte, dann kann ich dir sagen, ich kann es entweder innerlich sagen, ich kann es dir aber auch ins Gesicht sagen, egal ob der Du- oder Sie-Form. Wir haben das alles schon getestet, es funktioniert. Dann sagst du, guck du deinem Gegenüber in die Augen und sagst, was du mir sagst, das hat mit mir nichts zu tun, das kommt ja von dir selber. Das ist das alte Thema des Spiegelns. Das heißt, und dann schmeißt du den Stein wieder dort zurück, wo er hergekommen ist. Das ist genau auch diese Thematik, die da einfließt, der Fremdenergien. Das heißt, jetzt sitzt du vor mir, jetzt können wir uns direkt austauschen. Aber jetzt könnte es ja auch sein, du bist nicht hier, sondern zu Hause. Aber ich denke genau das, was du eben gesagt hast, und projiziere eine Negativenergie auf dich. Und da ist ja die Thematik die gleiche, die geht in dein feinstoffliches Feld hinein und du denkst, oh, wie fühle ich mich komisch, weil das gleiche Thema ist. Ja, ein anderer versucht, etwas über dich zu projizieren. Du denkst noch viel zu weit, es ist viel einfacher, als du denkst. Aber das dürfen alle mal probieren. Also erstmal ist es nicht strafbar, weil es ist nichts Ehrverletzendes. Richtig. Einfach alles wieder zurückgeben. Dort, wo es eigentlich hingehört. Und das gibt dann auch diesen übergriffigen Menschen die Möglichkeit, dass sie vielleicht mal anfangen zu studieren. Und dann einfach sehen, dass es andere Lösungen gibt. Ja, und das vor allem, dass sie ja dasselbe sind. Und man muss nichts annehmen von anderen, das ist man genauso wenig dazu verpflichtet. Du bist für die Worte und Taten anderer nicht verantwortlich. Genau. Du, ich habe mit mir selber schon genug zu tun. Da steht manchmal ein Kopf vor einem Spiegel und denkt, oh, was ist jetzt da wieder los? Das gehört alles zum Leben. Du darfst so sein, wie du bist. Wir sind keine Roboter, wir sind nicht nur gut, wir sind nicht nur böse. Kein Mensch ist immer nur gut und kein Mensch ist nur böse. Das ist das ganze Paradigma ist auch zu simpel. Sind einfach alte Regeln, die uns immer wieder weitererzählt wurden und weiter. Keiner hat mehr darüber nachgedacht. Jeder hat es einfach übernommen und dachte, gut, es ist so. Und das Problem, was die etablierten Kirchen im Moment haben, ist, ich habe das mit meinen eigenen Erfahrungen machen dürfen, sie erreichen mit dem heutigen Vokabular die Menschen nicht mehr. Und zwar habe ich festgestellt, die reformierte Kirche noch weniger als die katholische. Und wieso das? Weil die Bedeutung der Worte dermaßen verfälscht wurde, dass sie ihre Kraft verloren haben. Und die Sendereihe wird dann auch ermöglichen, dass die Übersetzung der Bibel in den Urzustand zurückversetzt wird. Und wie das Vokabular verfälscht wird, möchte ich den Menschen vormachen am Wort Baumschule. Mhm. Heute ist die Baumschule vom Gärtner, da stehen Bäume und die Schule besteht darin, dass die Bäume wachsen dürfen. Genau, zumindest kleine und die werden dann aufgepäppelt oder wie heißt das, wenn sie so mit anderen gekreuzt werden, also die wildesten Sachen werden da gemacht. Und die Baumschule ist gar nichts anderes als der Ursprung des gesamten Christentums. Oha. Weil die Bäume sind die perfekten Vermittler von Vater Himmel und Mutter Erde, also von Gott Vater und der Göttin Gaia. Und zwar der reine Geist, der Archäus, nicht der gefälschte. Mhm. Und jetzt liest du mal in der Apokalypse des heiligen Johannes, den Abschnitt 22, die neue Welt Gottes, dort steht nämlich genau das. Ich möchte noch eine weitere Information zu der Sendefolge. Ich lese auch, drei Sendungen werden sich mit dem Thema der Chakren beschäftigen. Mhm. Warum ist es dir so wichtig, über dieses Thema zu sprechen? Wir können in ein anderes Energiefeld wechseln. Das heißt, die Energiefrequenz in deinem Körper wird erhöht. Und da das wahrhaftige Christentum kein Hintenherum mehr kennt, weißt du, wer hinten herum macht, macht es immer falsch. Und wenn wir mit Geheimdiensten und zu solchen Sachen kommen muss, dann merke ich sowieso, hoppla, da stimmt überhaupt nichts. Und darum können die Menschen anhand des Wiederheilungsbuches ganz genau nachvollziehen, was mit ihnen geschieht, wie das passiert, was genau passiert. Also meine Bücher behaupten nicht nur, dass es so ist, sondern sie erklären das Wie und das Warum. Und das schafft Vertrauen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vertrauen. Die etablierten Kirchen haben ein Vertrauensproblem. Ja, und ich gehe sogar immer noch einen Schritt weiter. Ich sage, die Masse der Menschen haben ihr Vertrauen in die Schöpfung oder in den Schöpfer oder in alles, was ist, verloren. Ja, weißt du, die Absicht der jetzigen noch Machthaber ist ja, die Masse dumm zu halten. Aber sie haben die Rechnung ohne unseren obersten Chef gemacht. Da ist wieder ein ganz wahrer Punkt drin. Ich gehe noch mal zurück ganz an den Anfang unseres Gespräches. Die Zuschauer kennen dich mit dem Thema Heilpflanzen, Bäume. Also in dieser Thematik hast du ja lange Jahre Seminare gehalten. Machst du das auch noch oder hast du das jetzt müssen zurückstellen? Ich meine, du hast auch nur 24 Stunden am Tag und ein paar solltest du auch noch schlafen und essen. Eben, ich habe gemerkt, ich reibe mich zu sehr auf. Und dein Sendeformat ist wunderbar, dass ich viel mehr Menschen erreichen kann. Dankeschön. Und eben, wir machen sogenannte Mitmachsendungen. Da dürfen die Menschen einfach zuerst mal zuhören. Und wenn dann der Moment für sie stimmt, können sie dann eben, wie gesagt, in den Zug einsteigen. Und da sind alle eingeladen. Es wird niemand ausgeschlossen. Das machst du höchstens selber mit deiner freien Entscheidungs. Genau, wenn ich für mich sage, das ist für mich nicht Thema, dann nimmst du dich raus, keiner tut dir was, jeder darf frei entscheiden. Wie war der andere Spruch? Der freie Wille des Menschen ist unantastbar. Weißt du, freier Wille ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Wir haben die Entscheidungsfreiheit. Mhm. Hm? Gut, ist im Prinzip eine Definition, die da aber du kannst sicher sein, du wirst 24 Stunden im Tag während 365 oder 66 Tagen im Jahr geliebt, geführt, getröstet. Was willst du noch mehr? Also ich meine, wenn das so ist und dieses wieder das ist so, ja. Urvertrauen entsteht in den Menschen und sie spüren, ich sage immer, wenn du mal spürst wieder, dass du ein Produkt des Schöpfers bist und dass dieses, was du im Spiegel siehst, nur deine dreidimensionale Reflexion deines Seins bist. Wenn du das mal erkannt hast und dich nicht als Menschen, Knochen, Blut, Fleisch, Sack siehst, der hier rumhampelt und von morgens bis abends das tut, was ein anderer sagt, das musst du tun, habe ich gesagt, plötzlich merkst du, dass Leben etwas ganz anderes ist, als das, was uns meistens aufoktroyiert wird. Das, was wir im Moment, die meisten von uns noch erleben, das ist eine riesengroße Illusion mit einem Haufen unnötiger Probleme. Und spätestens nach der nächsten Sendung darf dir bewusst werden, dass du bis jetzt eine Illusion gelebt hast. Und das war der Moment, wo ich mir selber sagen musste, Mensch, war ich bescheuert. Also wir entbescheuern auch. Wir entschleiern und entbescheuern. Letzte Frage noch, bevor wir dieses Thema machen, was wir für die Zuschauer machen wollen. Ich lese, dass du aber trotzdem planst, im Frühjahr noch was im Außenbereich zu machen. Wald, Wiese, erzähl uns mal da noch ein bisschen darüber. Muss ich gerade schauen, dass ich ja nichts Dummes erzähle. Im Monat März, glaube ich, ist es, ja. Das steht ja dann alles geschrieben auf meiner Homepage. Machen wir eine Sendung für die Heilpflanzen. Und da werden einige Menschen eingeladen, die dann mit der Kamera und mit uns mitlaufen. Da machen wir Signaturenlehre. Ich zeige den Menschen auf, wie sie mit den Heilpflanzenenergien sich selber heilen können. Und dann machen wir dasselbe mit den Bäumen, mit dem reinen Geist, den die Bäume ja verkörpern. Und das Pünktchen auf dem I ist dann, dass wir erfahren dürfen, du musst nicht mal wissen in der Natur, du darfst dich hinsetzen, bitten und du bekommst alles, was du brauchst. Also ich bin ja sehr, sehr versiert in diesen ganzen Themen, weil ich immer so wunderbare Gäste habe, die mir so viel vermitteln. Und es ist wirklich so, also ich nehme die Dinge ja auf und versuche sie immer umzusetzen und bin manchmal überrascht, was möglich ist, was ich vor Jahren noch als vollkommen undenkbar angesehen habe. Das ist es ja. Ja, und da möchte ich auch die Zuschauer einladen, einfach einen offenen Geist zu haben. Wissen Sie, wenn Sie von vornherein zu irgendwas sagen, wo Sie noch gar nicht die Hintergründe kennen, ach was, das ist alles Unsinn. Sie verschließen sich vor allen neuen Informationen. Oder Menschen, die ständig so Sätze sagen, ah, das will ich gar nicht wissen, oder hör mal auf, das will ich gar nicht hören. Wissen Sie, was die machen? Klack. Das Universum tut es. Ja, wenn du sagst, du willst es nicht mehr. Die bleiben dann einfach hinter dem Schleier. Ja. Und dann, wenn du einen Schleier vor dem Kopf hast, dann siehst du nicht so klar. Immer. Genau. Mhm. Und jetzt möchte ich noch das große Wunder
auch für dich okay. bringen. Wir haben miteinander telefoniert, haben Kontakt aufgenommen für die Sendereihe. Und dann ein, zwei Tage nachher bin ich dann bei meinem Haus die Straße hochgelaufen und habe dann beim Herunterspazieren zum Himmel geschaut. Und was sehe ich? Da haben die Wolken ein riesengroßes Herz geformt. Wie schön. Und zwar war das Richtung Käseren, heißt das bei uns. Die anderen auswärtigen Menschen kennen vielleicht das Gebiet eher unter dem Begriff Hochebrig. Und da war ich schon perplex. Habe vor lauter Staunen den Mund nicht mehr zugebracht. Habe auch gar nicht, mich schauert es gerade wieder, wenn ich es davon erzähle. Ich war einfach nur dankbar. Und da bin ich ganz gemütlich weiter nach unten spaziert. Da sehe ich ein bisschen links vom Herz das Konterfei von Jesus Christus und er hat mich angelächelt. Ach, wie schön. Und das ist für mich der Beweis, dass die ganze Sache, dass wir einen Gott haben, eben stimmt. Und das sind für mich die Momente, die unbezahlbar sind. Das sind die Momente, die mich für so vieles entschädigen, was ich mir alles anhören muss. Und es ist auch die Motivation, weiterzumachen. Und ich möchte alle Menschen einladen, in den Zug zu steigen. Es ist ein Bummelzug, es ist kein Schnellzug, aber er führt uns alle sicher ans Ziel. Und wie gesagt, in diesem Thema der Entwicklung zu unserem liebevollen Herzen, zur Liebe wieder hin, gibt es keinen Wettbewerb und auch kein Zeitfenster. Also, man muss nicht in 9,5 Sekunden das erreicht haben. Das ist beim 100-Meter-Lauf so vielleicht, aber nicht in dem Punkt. Eben, und dann, wie die einzelnen Abläufe der Sendungen sind, das könnt ihr alles nachlesen auf meiner Homepage oder vielleicht bringst du auch. Wir tun auf jeden Fall an den Anhang dieser Sendung noch alle Informationen beifügen, auch deine Website und deine Daten. Und dann können die Menschen immer sehen, wann die Sendungen kommen, welche Themen behandelt werden. Und dann wird es ihnen eine große Freude sein. Ich sage vielen Dank für deinen Besuch. Ich freue mich schon auf die nächsten Formate, die wir produzieren. Denn es ist immer wieder eine Bereicherung, wenn du dein langjährig erworbenes Wissen und auch deine Entwicklung, wie du sie erlebt hast, an die Menschen als Beispiel weitergeben kannst. Vielen Dank, Marianne. Ich danke allen und ich möchte sagen, seid lieb miteinander. Das war ein tolles Schlusswort. Liebe Zuschauer, da bleibt mir nichts mehr hinzuzufügen. Unsere Zeit dieses Specials ist vorbei. Die Ankündigung für diese Sendung hat mir besondere Freude gemacht, weil alle diese Dinge sind Dinge, die wir in unserem neuen, in Anführungszeichen, Leben leben können. Und ich sage, je mehr Menschen ich sehe, die immer lächeln, desto mehr Menschen sind das, die diese Dinge verstanden haben. In diesem Sinne, Ihnen einen schönen Abend. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer kurzen Info zu einem der tollsten Kongresse, der dieses Jahr in der Schweiz stattfindet. Alles der Natur abgeschaut, Elena Barandum veranstaltet zum wiederholten Mal in Chur in dem Zentrum der Kantonalbank einen sensationellen Kongress. Viele Aussteller, da können Sie auch öffentlich zugehen, ohne den Kongress besuchen zu müssen. Aber wenn Sie sich informieren wollen, da gibt es geballtes Wissen. Wer ist vor Ort? Einmal Andreas Ludwig Kalker, der Mann, der Chlordioxid erforscht hat, das sich jetzt auf dem Weg zum Medikament befindet. Dr. Renat Helmut Fischer, Doktor der Naturwissenschaften, DMSO, das wundersame Heilmittel aus dem Baumholz, das aus Baumholz gewonnen wird. Professor Dr. V.A. Zyganow, Akademie für ganzheitliche Medizin, Wechselwirkung zwischen Geist und Materie auf der Basis einer ungetrennten Existenz. Oder ein absoluter Highlight. Sie wissen, wie schwer das Problem ist, Demenz, Alzheimer und Parkinson. Vortragender ist Dr. Med. Ulrich Wert, Zentrum für neuroregenerative Medizin, die ewige Nadel gegen Parkinson, Alzheimer und Co. Professor Dr. Ingenieur Peter Thole kommt von der Hochschule in Karlsruhe, auch den Bereich Technik und Wirtschaft, aber sein Thema, die Bedeutung und ernährungspsychologischer Stellenwert von kaltgepressten Pflanzenölen. Er sagt Ihnen, wie wichtig
diese Wirkstoffe in unserem Körper sind. Und last but not least, Robert Franz, da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Der ist mittlerweile sehr bekannt und informiert die Menschen über seine Erfahrungen. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie begrüßen darf. Ich darf diesen Kongress moderieren und einen kurzen Vortrag halten zum Thema eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Ich freue mich auf Sie am 16. September in Chur.